Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Bro Cycle Manager. Ja, ich musste das Magazin leider rausschneiden. Oder werde es wahrscheinlich rausschneiden. Wir werden kein Jahr, das ist gut platziert. Oh, Wind nehmen, Malefanti. Malefanti heißt der ja, aber ich nehme mal Malefanti. Besser. Comandini ist natürlich einer, der wird für den Sprint hoffen. Dann werden wir mit Gagnalas in die Ausreißergruppe gehen. Ja, in Führung liegt nach dem Einzelzeitfahren Stefan Küng, oder? Ne, es ist ja die dritte Etappe. Da gab es ja diese eine, ja genau, das war die Butch Balance da. Mehr oder weniger als Solist gewonnen hat. Also Cañadas greift schon mal an. Und da wir jetzt keinen wirklichen Sprinter dabei haben, außer Malefanti, den nicht Nicola Ede beschützt, Ede hat ja schon für Rückstand. Winfeld beschützt Kudus und Ede beschützt Malefanti, einfach weil er unser bester Sprinter ist, also du kommst nach vorne und auch der Merawi kann nach vorne fahren. Und hier, ja, das ist eigentlich ein guter Einsatz. Wir sehen uns dann wahrscheinlich bei den Bergwertungen wieder. Bis gleich. Da sind wir wieder. Noch 1,9 Kilometer bis zur Bergwertung. Jetzt schnell wieder Finger in die Tastatur. Garros-Barotto mitgehen. Cañadas ist auch so ein Kandidat, wo ich auch noch nicht weiß. Sein Potenzial ist nicht das allerbeste, aber ich weiß auch noch nicht, soll ich ihn jetzt verlängern, den Vertrag, oder nicht. So, jetzt greift es auch nochmal gegen Aiking, ist natürlich schon immer noch mal schwer. Ja, dann werden wir am Ende Dritter. Gibt vielleicht noch nicht mal Punkte. Ja, doch ein. Ein ist besser als kein. Van Silben, der glaube ich zu Phoenix wechselt. Der ist auch mit da vorne. Wer ist der Beste hier? Das ist 82. Jo, kein. Nee, er war der 85 und Kanya, das war 82, ja. Kanya ist mit 11 Minuten 56 und dann kommt Aiking mit 12 Minuten glatt. Also das sind aber auch noch ein paar Sekunden. Sind ja auch noch ein paar Plätze. So, hinten kann unser Ungar gerne mal Flaschen holen. Okay, jetzt hat Comandini gemacht. Cesare Comandini. Herbe. Nein! Scheiße, ich hab den falschen beschützt, oder? Ja, auch oh, das ist ja dumm jetzt. Okay. Du holst keine Flaschen mehr. Ja, hätte mir mal vielleicht vorher auffallen sollen. Aber gut. Was willst du machen? Wir sehen uns bei der nächsten Bergwertung wieder. Noch 1 Kilometer so auf Kopfsteinpflaster jetzt hier, aber wir können, denke ich, jetzt schon mal angreifen. Das ist der Kopfsteinpflasterwert 66. 63. Van Silben hat, glaube ich, einen relativ guten. 69, na gut. Aber wir sind jetzt leider platt. So, dann machen wir Einsatzbalken voll drauf. Und ja, hätte vielleicht nochmal den Weg abfahren können. Na gut, immer ein zweiter. Aiking, Nif wird eingeholt. Kudos, ja, muss sich auch nicht so weit vorne aufhalten. Comandini wird doch beschützt, ne? Von ED, der komplett hinten ist. Brosson Hagen. Ja. Comandini. Jetzt mit Van Silben vorne. Jetzt müssen wir mal hier gucken. Windfeld. Kudus ist gut hier rumgekommen. Comandini auch. Du kannst mal von Horst beschützt werden. Weil ID ist zu weit zurück und da könnte jetzt auch Lücke aufgehen. Genau.
Ist da noch jemand groß dabei? Hansen, Chitaga, Luis Meintjes, vielleicht Gaudu. Gaudu ist hier, hat aber auch schon 1-2 Rückstand. Kudus hat dagegen 1 Minute 11 Rückstand, also Gaudu nutzt das wahrscheinlich als Vorbereitung für die Tour de France. Quentin Hermans ist hier, aber kein großer ist zurückgefallen. Außer David Gaudu. Allerdings scheint er nicht der Kapitän zu sein, denn es lässt sich keiner zurückfallen, doch Konovalovas. Oder kann er nicht mehr, er sieht sich doch dann eher nach zurückfallen aus. Movies, der scheint platt zu sein. Jetzt kommt hier Stefan Bissiger am Ende des Feldes. Cañadas ist noch vorne mit Van Dilben und Gasparotto. Und wir sehen uns. Ja, hier Sprintversion, Sprint. Ja, so. Einfach nochmal für die Kohle. Punktewertung für den Moment. Balance und Rowan Dennis vor Michael Matthews, Søren Karl-Andersen und Filippo Ganna. Wir sehen uns dann bei den entscheidenden Kilometern wieder. Genau. Da sind wir auf den letzten 10 Kilometern. Ja, Idee ist nicht mehr rangekommen. Commandini war jetzt mal ein bisschen weiter vorne. Hier ist Jakobsen. Cañada folgt mal Valens, der angreift. Aber es muss Commandini auch langsam mal nach vorne fahren. Es folgt Sam Bennett. Warum denn nicht? Volcaniadas, der lässt sich ein bisschen, gibt mal alle Energiegel, so, der lässt sich ein bisschen zurückfallen und dann, jetzt so, der irgendwie durchzwängen. Ja, noch nicht genau da rein. So, jetzt sind wir hier. Vorne macht Felix Großhartner am Tempo. Da ist Pascal Ackermann. Zenix Lieber, Alaphilippe, Schachmann, Jakobsen, Acker, Sagan ist da noch mit dabei. Und wir auch. Kann ja, dass jetzt so ein bisschen in die Rolle des Anfahrers gedrängt wird. Ja, aber beide sehen schon sehr platt aus. Jetzt kann man Commandini, Sam Bennett folgen. Ja, macht er bis jetzt ganz gut eigentlich. Wie sieht die Etappenankunft aus? Ja, gerade, dann sprinten wir vielleicht wieder bei 1 Kilometer los. Geht ein bisschen bergauf, wir folgen einfach mal Sam Bennett. Gehen jetzt raus. Vorne gewinnt Ackermann oder Bennett, ja, Ackermann vor Bennett und Colbrelli, Commandini. Nie wird am Ende noch Achter. Ihr könnt auch alle mal sprinten. So, du wirst sowieso keine Zeit verlieren. Und vielleicht wird Ede sogar auch keine Zeit verlieren. Wer weiß es schon, dass es hier wieder da sich der zusammenrechnet, das Spiel. Wir sehen uns bei der Siegerehrung wieder. Und dann noch das Ergebnis da hinten, Commandini. Ja, war aber ganz knapp vorne, aber er hatte am Ende keine Chance mehr, da irgendwas zu machen. Gewinnt tut Pascal Ackermann vor Sam Bennett und Sonny Colbrelli. Danach Dylan Groenewegen, Caleb Ewan, Michael Matthews, Wout van Aert, Cesare Commandini, Mats Pedersen und Arnaud Demar. Gesamtwertung weiter: Primoz Roglič, Stefan Küng vor Roglič, Tom Dumoulin, Kwiatkowski, Wout van Aert, Sakari, Michael Matthews, Alaphilippe, Bernal und Costa. Bergwertung: Valgren vor Andersen und Patrick Horst. Punktwertung: Tim Bennett vor Bennett und Ackermann. Nachwuchswertung: Bernal vor Higuita und Evenepoel. Teamwertung: Jumbo-Visma vor Hans Bora und Ineos. Wir sind leider nicht hinter dem Top 10. Wen wundert das schon?
So, das wird jetzt Ackermann gewinnt den Sprint. Na, Halle, Julia, jetzt geht's ab. Wir sind hier und die anderen kommen. 44. 50. 52. Gesamtwertung, ja, bleibt gleich. Wir sind bei der Teamwertung auf Platz 14 vor Startup Nation mit dem Scott, aber noch hinter direkt Bitcoin Quickstep. Als nächstes sehen wir uns zur nächsten Etappe der Tour de Suisse. Wird hügelig. Vielleicht was für Ausreißer, vielleicht auch nicht. Ja, was will ich zeigen noch so? Wir haben, das fängt gleich auch schon wieder die Tour de France an. Da Österreich und das werde ich zeigen. Belgien Tour muss an sich jetzt glaube ich nicht. Adria, Adriatica, Incora Race. Ja, vielleicht die Bergetappe. Hier. Und. Weil es ist kein so fristiger. Aber ich finde es nicht. Sagen wir es so. Bis gleich. Wir sehen uns zur nächsten Etappe der Todesbrücke. Favoriten für heute: Julian Alaphilippe, Jakob Fuglsang, Sergio Andrea Sigita, Maximilian Schachmann, Egan Bernal, Alejandro Valverde, Michelanda, Primo Roglic und Daniel Martin. Ja, so Strategie, wir machen jetzt mal die Strategie um bei Kudos. Mit der neue Kapitän. So, Kudos Kapitän. Jetzt fahren erstmal alle für ihn, wenn kann. Wo haben wir ihn? Comandini als Sprinter. Für ihn kann mal Fanti fahren. Und dann kann die Idee für heute mal bei, der wird in die Aufwassergruppe gehen. Wir sehen uns gleich im Rennen. Weiter geht's. Idee greift an Nicolas Idee, da kommen Sabatini und Evaldo Abini, ein starker Zeitfahrer. Okay, die werden auch erstmal weggelassen, wie es aussieht. Canyadas beschützt Kudos, gut, das kann mir recht sein. Dann kommen jetzt hier noch weitere Attacken. Unter anderem von Fabian Lienhardt, Nils Polet, Clement Venturini, Ott Christian Eichen, Robert Stannard, Michael Waldgren, was ist das? Dingser Trikot, Bergwertung. So, du kannst erstmal Führungsarbeit und auch nicht so dolle. So, das passt erstmal. Genau, das sieht also super aus. Die werden wahrscheinlich früher dazukommen. Ziel ist ja auch nicht, die Bergwertung zu gewinnen, so. Wir sehen uns. Hier wahrscheinlich bei der Bergwertung, genau. Oder wenn was anderes Spannendes passiert, genau. Ja, wir sind jetzt gleich oben. Valgren macht das Tempo im Moment. Der fährt natürlich auf die Bergwertung. Wer jetzt gedacht. Noch niemand zurückgefallen. Kudos sehr offensiv. Muss es gar nicht so machen. Wir haben ja einen vorne. Muss eigentlich überhaupt nichts machen. Auch wenn wir keinen jemand vorne haben. Und jetzt wird greift Valgren an oder nicht? Ein Angriff oder nur eine Tempoverschärfung? Kudos, ja, sieht einem noch gut aus. Auch Horst und Windfeld beide mit plus 5 am Hügel und am Berg und eine insgesamte plus 3er Tagesform. Also heute kann wirklich was gehen. Jetzt kommen die Angriffen. Robert Stannard, folgt mal Robert Stannard. Ne, folgt nicht Robert Stannard. Der jetzt platt ist. Folgt Christian Eichen. Valgren hat jetzt schon ein großes Loch gerissen. Zu dieser Vierergruppe. Normale Fans, die hat eine Reifenpanne. Ja, musst du jetzt gucken, dass du im Feld bleibst, aber es ist nicht der Weltuntergang. So, wir können jetzt mal auch angreifen.
am Ende Platz 4, hatten noch ein bisschen Energie übrig. Das sind 3 Punkte. Ne, 2 Punkte nur. Dann Sabatini und hier kommen dann die anderen. So, wo sind unsere anderen hier? Winfeld ist gut, Kudus ist gut. Ja, geht eigentlich auch noch in Ordnung. Malefanti. Jetzt kann ich hier jetzt auch reißen. Genau. Aber ist nicht schlimm, wenn die Beine zurückfallen. Sind ja auch dann eher eine Sprinter. Ganz hinten ist Van Kessel. Und letzter in der Gesamtwertung ist The One and Only Martin Salmon. Er ist in einer Gruppe mit Konovalovas, Merz und Lamini. Für Werde. Bügel 63, Berg 58, Ebene 66, Zeitfahren 65. Sprint 68, Beschleunigung 71, naja. Jetzt nicht die große Bombe. Und wir sehen uns bei der Eisenbergwertung wieder. Da sind die Ausrüstung wahrscheinlich schon längst eingeholt. Sind ja nur 2,5 Minuten bis zum Peloton. Jetzt wurden leider die Ausreißer von dem Hauptfeld eingeholt. Das Hauptfeld ist auch noch relativ groß mit 111 Fahrern. Malefanti ist zurückgefallen, Comandini wird jetzt gleich auch zurückfallen. So sieht es aus wie ganz vorne, müsste noch Valgren sein. Genau, Valgren hatte aber auch schon 6 Minuten 37 Rückstand. Von daher, was auch schon Schachmann macht Tempo, das ist ein Angriff. Ist das ein Angriff? Ne, er macht Tempo, er macht wirklich Tempo. War ja auch einer der Favoriten vom Spiel. Kudu sieht noch gut aus, so wo Winfeld, Patrick Horst, leider nicht mehr so ganz, kann ja erst auch nicht mehr. Aber er arbeitet ja auch. Idee, was machen wir mit ihm? Kann ja eigentlich Patrick Ort kann sich ja mal für die Sprint Bergwertung bereit machen. Warum denn nicht? Weil da sind das jetzt zwar schon ein paar Pünktchen, aber die Pünktchen können wir mitnehmen. Wout Poels, nee, scheint auch noch Tempomacher zu sein. Und Patrick Horst, ja, wir eben abgeben bei 1 Kilometer, wir sind ja noch gar nicht richtig im Anstieg drin. Das sieht auch nicht mehr ganz so frisch aus. Jetzt ist die Idee nochmal nach vorne gekommen. Und ist jetzt Platz. Jetzt kommt Lutschenko. Wir müssen mit Kudus aufpassen. Der greift mit Kudus an. Denke ich. Ja, Meravi Kudus greift an. Windfeld. Kudus kann sich jetzt aber leider nicht lösen, weil Großschatten da am Hinterrad klemmt. Jetzt allerdings über die Kuppe hinweg. Aber es sind jetzt 18 Sekunden mit Lutschenko, dem Kasachen hier. Ede und Canadas sind in einer anderen Gruppe jetzt, aber gut, das war zu erwarten. Ben Swift ist zurückgefallen. Stefan Küng ist zurückgefallen. Pedersen auch. Das ist dann schlecht, wenn er zurückkommt. Mats Pedersen, wir können ja nochmal angreifen. Windfeld sieht aber auch noch sehr stark aus. Könnt beide trotzdem mal euer Energiegel nehmen. Und Kudus zeigt bis jetzt auch keine wirklichen Schwächen. Aber es sieht, wird trotzdem sehr, sehr schwer, da jetzt noch irgendwas zu reißen. Pedersen hat es leider, glaube ich, geschafft. Froome wurde abgehängt. Froome im Moment, ja gut, 40. In der Gesamtwertung, ja, schade. Kudus eingeholt. Winfeld. Kann sich ja mal um Kudus kümmern. Alle nehmen ihr Energiegel. Weil dann geht es ja nur noch bergab. Sam Bennett. Warum macht so einer Tempo? Michael Matthews oder holt er sich für die für den Sprint? Scheint so. Hat sich Sam Bennett die Punkte geholt.
Hat jetzt genauso viel wie Ackermann. Ackermann müsste eigentlich nicht mehr in der Kopie sein. Maika schwächelt. Pascal Ackermann. Genau, befindet sich nicht mehr hier. Ist in der Gruppe mit Sepulveda, Waldgren, Stieber, Rutsch, Meier, Falter, Martins. So. Und jetzt kommt die Gegensteigung. Und Kulus kann da einfach nicht mitgehen. Da ist er zu platt für. Vorne sind jetzt, müssen Alaphilippe und Kugelsang vorne sein. Wir können ja mal unsere Jungs hier Tempo machen. Tempo machen, schicken lassen. Alaphilippe 8. Kugelsang 16. in der Gesamtwertung. Dann macht jetzt Bauke Mollema Tempo. Roglic auf Peter Sagan. Schachmann noch mit dabei, auch Rafael Majka hier noch. Michael Matthews, da ist eine Lücke raufgegangen. Zakarin, Keldermann, Bade und auch Richie Port. Amato Nikita versucht jetzt wieder ranzuspringen. Nikita schafft es auch, Amato sieht auch gut aus und auch Michael Matthews genau. So, jetzt geht's auch nochmal. Wir sind jetzt schon am Ziel, fuck. Ja, könnt ihr alle mal sprinten. Vorne müsste Alaphilippe gewinnen, genau. Vor Kugelsang, der kommt jetzt Roglic, da kommt Sagan. Naja. Nicht so erfolgreich, der Carry für die Zeit 6 in der Gesamtwertung. Ich weiß nicht, ob die hier, wo vor 5, irgendwo hier der 5. oder irgendwie 50. kann auch sein. Stefan Küng hat es mitgeschafft. Schon ist er, oder ist wahrscheinlich schon im Ziel. Aber ich weiß jetzt nicht, ja, hier auf Platz 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wir sehen es bei der Siegerehrung wieder. Da ist nochmal der Sprint zwischen Alaphilippe und Kugelsang, den Alaphilippe für sich entscheidet. Oh, jetzt habe ich es auch schon übersprungen. Alaphilippe gewinnt am heutigen Tag. Ja, ist jetzt egal. Naja, nein, nicht weiter. Naja, egal. Egal. Wir können ja hier Ergebnisse. Tour de Suisse, Etappe 4 müsste das sein, genau, gut, Alaphilippe in derselben Zeit mit angekommen. Zacken, ja, als ob Zakari, also warum ist Zakari mit derselben Zeit, frage ich mich. Das ist total bescheuert. Das war halt schon eine Minute. So, erstmal hätte ich Alaphilippe in der anderen Zeit gepackt, so zu dem Rest. Und dann Zakari auch. Ich hätte auch Patrick Kors und so, also hier. Ab Michael Matthews, jemand glaube ich auch in der Reich, auch noch in der anderen Zeit. Aber gut. Ich beschwere mich nicht. So, hier, das wird interessant, wie da die Sprinter kommen. Oder zeige ich die Belgien-Tour? Zeige ich die Belgien-Tour? Naja, wird es ja sehen. Ich überlege es mir nochmal, was als nächstes kommt. Wir sehen uns gleich. Bei der Vorberichterstattung von Natur. Genau. Ja, hier sehen wir das Ergebnis der Balvas Belgian Tour, ist eigentlich noch 10. im Zeitfahren. Ries ist dabei, Dörfer, Pascalon und auch Phil Bauhaus, Willi Willwohl und Jakob Maretschko, also Reinsprinter. Wir werden natürlich allerdings für Bauhaus dann fahren im Sprint. Oder mit seinen auch auf die Gesamtwertung. Ich weiß es doch noch nicht. Mister, hallo? So, nächste Etappe Tour de Suisse. Favoriten Julian Alaphilippe, Wout van Aert, Peter Sagan, Maximilian Schachmann, Michael Matthews, Alain de Vauvert, Jakob Fuglsang, Greg van Avermaet, Tony Cordray. Gut, das war jetzt ein bisschen schnell. Mir ist das einfach nur langweilig. Naja, gut, wir fahren jetzt gleich hier wieder. Bis gleich im Rennen. Dann sind wir auf den letzten 10 Kilometer. Windfeld sieht jetzt auch nicht mehr so supi aus. Wir sind eigentlich ganz gut aus, sieht ist Comandini, der hier versuchen wird, in die Etappe zu sprinten. Ich denke, ein Top-10-Platz ist wieder drinne. Cesare Comandini,
Hier ist Astana. Für wen fährt Astana? Für Vogelsang. Astana, aber einen Sprinter haben sie an sich jetzt nicht mit. Comandini, schön weit vorne. Ja, also sind sehr, nicht sehr viele, also keine großen Namen oder Leute, die wichtig sind, sowohl für die Etappe als auch für, also Ackermann ist weg, aber der hat für Sagan gearbeitet wahrscheinlich. Michael Woods ist aber auch nicht in der besten Verfassung. Stanik Sieber ebenfalls nicht. Bataglin, Bakto Kampenmarz. Mal sehen, ob er noch zurückkommt. So, folgen wir. Julian Alaphilippe greift da an. Ja, das tut er, das tut er. Ihr könnt ja erstmal alle euer Energiegel nehmen. Wunderbar. Und Comandini folgt Peter Sagan. Und der Rest bolzt Tempo rein, um Alaphilippe da noch irgendwie mal zu stoppen. Auch Kudos. Mach mal Tempo. Alaphilippe sieht noch gut aus. Ja, noch ganz gut aus. Jetzt kommt mehr. Wie viel Kraft hat er noch übrig? Er gewinnt. Alaphilippe. Comandini. Nein, er gewinnt nicht. Wird auf den letzten Meter noch abgefangen. So, hier wird schön die Tür zugemacht. Und Bernardini wird noch Platz auf, kommt noch auf Platz 4 mit rein. Oh, schade für Alaphilippe, der am Ende 7. wird. Und gut, also Comandini hat einen sehr guten Sprint gefahren. Auf Platz 4. Peter Sagan hat ihn dann auch natürlich einen Kuss-Layout gegeben und wir hatten noch Kraft übrig. Schade für sowohl Comandini als auch für Julian Alaphilippe. Wir sind abgehängt, wir sehen uns bei der Siegerehrung wieder. Da haben wir den Sprint nochmal aus der Sicht von Caleb Ewan, ja. Der kommt jetzt raus. Und da hat keiner eine Chance und Alaphilippe bricht dann ein. Der sollte da jetzt kommen, genau. Kommen wir zur Siegerehrung. Also Caleb Ewan gewinnt für Peter Sagan und Sam Bennett dann nach. Cesare Comandini, John Degenkolb, Egwita, Alaphilippe, Schachmann, Colbrelli und Valent alle in derselben Zeit. Diese Gesamtwertung wird weiterhin Küng, Rocket und Dümmler, dann Kwiatkowski, Alaphilippe, Zakarin, Michael Matthews, Bernal, Costa und Schachmann. Bergwertung um Valgren vor Andersen und Schenko. Punktwertung Sam Bennett vor Ewan und Dennis. Nachwuchswertung Bernal für Egwita und Pedersen. Teamwertung wird jetzt Bora, Hans Grohe vor Dumme bis Molinier und wir sind in die Top 10 reingerutscht. Auf Platz Nummer 10 mit 12 Minuten 11 zurück. Was für ein Erfolg. Todesvision der stärkste, ja wunderbar. Ich zeige euch gleich nochmal die Ergebnisse der zweiten Etappe der Belgien Tour und danach beenden wir die Folge, also bis gleich. Ja, der Sprint ist nicht so erfolgreich gelaufen. Wir waren am Ende, ja, schade. Hodek gewinnt von Melier und Blanka, dann Nathan Haas, Blibbestre, Bauhaus, Elik, Janese, Mirkov und Malgretschko. Gesamtwertung, genau, sein noch auf Platz 11 weiter, wird weiterhin Kasper Asken vor Bottner und Blankert vor Tomana, Kemner und Martin. Blum. Ja, damit verabschiede ich mich für heute. Nikolas Idee will das Rennen ausgeben, gut. Können wir ja noch schnell machen in der Strategie. Wo haben wir ihn in die Aufgabe? So, dann können wir nochmal die Strategie. Das machen wir nächste Folge. Strategie nächste Folge. Wenn es heißt, das ist Finale der Tour de France und Anfang, das werde ich jetzt nicht zeigen. So, dann kommt ja auch die Tour de France schon. Das ist ja. Zack, zack, zack. Kurz nach der Tour de France kommt dann ja auch schon die Vuelta. Was ist sein grober Grundriss, werde ich sagen, dann was das dann natürlich Portugal Rundfahrt sieht ganz cool aus, die Rundfahrt, da kann echt die Rundfahrt würde ich auch vielleicht zeigen, Avignier, die Rundfahrt sieht auch ganz cool aus, so ein paar Etappen.
Dann kommt schon Welter und natürlich hier Point Deutschland zu zeigen, natürlich Britannia Classics. Big Bang Tour natürlich, Quebec natürlich, Montreal natürlich, Dubs, Tour de Dubs. Luxemburg Rundfahrt, die paar Etappen auch ganz cool aus. Naja, ihr werdet das ja irgendwann sehen, was dann kommt und was nicht kommt. Also, ich verabschiede mich für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.